Wir wissen, dass wir dieses Spiel gewinnen müssen und wir werden dieses Spiel gewinnen. Das will Rostocks Trainer Erich Rutemöller auch. Die zweite Halbzeit. Die Nerven flattern bei den Hessen, weil kein Tor fällt. Rostock im Gegenzug. Heiko Merz, gerade eingewechselt über die rechte Seite. Und da ist der Abschauber, Jens Dove. Eine Sensation bahnt sich an. 1:0 für Hansa Rostock. Frankfurts Trainer durchlebt Qualen auf der Bank. Aber die Eintracht gibt nicht auf. Weber. Und Axel Kruse, der Ex-Rostocker, mit dem Ausgleich. Noch aber ist Dortmund deutscher Meister. Die Stuttgarter sehen die Ergebnisse auf der Anzeigentafel und wissen spätestens jetzt, an diesem letzten Spieltag ist alles möglich. Buchwald. 1:1, noch 25 Minuten zu spielen. Ein Angriff jetzt nach dem anderen. Wieder der VfB. Der Wille zum Sieg treibt die Stuttgarter nach vorne. Das Unentschieden reicht nicht, denn Dortmund führt noch immer an der Wedau und macht ein ganz, ganz starkes Spiel. Rummenigge. Und Trainer Ottmar Hitzfeld leidet. Und Leverkusen greift an. Die Dramatik wächst ins Unendliche. Und wieder ist es Günther Schäfer, der rettet. Der 1,74 Meter große Abwehrspieler macht die Partie seines Lebens. Und auch an der folgenden Szene ist Günther Schäfer wieder beteiligt. Bunzoll. Unglaublich aber wahr, gleich zweimal rettet Schäfer, der schon einmal mit dem VfB, nämlich 1984, deutscher Meister war. Lautstark, aber machtlos auf der Bank der Trainer. Jorginho. Matthias Sammer, ein harmloses Foul, aber Sammer klatscht Beifall. Sein Applaus an dieser Stelle nicht gefragt und Schiedsrichter Delving ohne Fingerspitzengefühl, Sammer sieht rot. Ja, ich muss erst mal sagen, ich glaube, das ist so üblich, dass ein Spieler die rote Karte bekommen hat, in die Kabine muss. Und ich bin in die Kabine gegangen und ich habe mich eigentlich gefühlt wie ein kleiner Junge, dem man Teddybär weggenommen hat. Jetzt wird's ganz schwer. 10 Schwaben gegen 11 Leverkusener. 2 frische Leute, die letzte taktische Chance. Kastel kommt für Walter und Sverrisson für Gaudino. Und auf Anhieb läuft der Schwabenexpress wieder. Sverrisson, Buck, Kögel, sieht Kastel und der gerade eingewechselte. Ihm steht nur der Pfosten im Weg. Die VfB-Spieler reklamieren ihr Handspiel, aber der Unparteiische lässt weiterlaufen. Die letzten Minuten im Ulrich-Haberland-Stadion laufen. Brütende Hitze, 30 Grad. Kein technisch exzellenter, aber kampfbetonter, leidenschaftlicher Fußball des VfB. Letztlich nur ohne Erfolg. Die 86. Minute. Noch ist Dortmund deutscher Meister. Ludwig Kögel. Klasse Einzelaktion und Guido Buchwald macht das 2:1 für die Schwaben. Genau jetzt ist der VfB Stuttgart deutscher Meister 1992. 17:12 Uhr.